Es ist mitten in der Nacht. Wir sind inzwischen in Pirna bei den Großeltern von Francesco Friedrich. Seid ihr seine größten Fans? Wahrscheinlich. Habt ihr einen Schlachtruf irgendwie? Der Franz, der kann's. Geht da noch was? Geht das noch schneller? 4/10, fast die Führung, über keinen Buckel gefahren. Unten raus, 58-71. Ist nicht auf dem ersten Platz, da hat er wieder eine Schlafflöte nach. Nein, der Franz ist vorne. Oh, die Nerven liegen blank, schon nach dem zweiten Lauf. Ja, ist wirklich wahr. Dritter und vierter Lauf für Francesco Franz Friedrich. Und hier ist richtig was los. Mission Titelverteidigung. Wird's gelingen? Ja, der dritte Lauf ist jetzt entscheidend. Sie wollen sich im dritten Lauf wieder ein Ausrufezeichen setzen, die anderen psychologisch unter Druck setzen. Und das wird ein ganz entscheidender Lauf sein. Also, Francesco Friedrich, Thorsten Magis, Candy Bauer, Alexander Schuller sind unterwegs. Da will er mal hinten ausbrechen. Das Entscheidende ist, dass er gerade bleibt. Und wir gucken auf die Zeit. Wie sieht's in deinem Bruder aus? Du kennst ihn. Ja, ich denke, jetzt ist die Situation schon besonders, weil alle erwarten dieses Gold. Er wird schon angespannt sein. Jetzt der vierte Lauf von Franz Friedrich. Wird es der vierte Olympiasieg oder gibt es doch die kleine Sensation, dass Lochner noch gewinnt? Schlitten schiebt nochmal, aber es wird trotzdem reichen zum Olympiasieg. Friedrich verteidigt den Titel und schreibt Geschichte. Horst, du musst doch platzen vor Stolz. Der zweite Doppel-Olympiasieg für Franz. Ja, das ist halt so. Franz, Wahnsinnsleistung, ganz toll. Super, macht weiter so. Franz, der Kanz. Ja, vielen Dank, dass ihr so die Daumen gedrückt habt, dass ihr da alle euch nachts rausgequält habt, euch schick gemacht habt fürs Fernsehen. Also wirklich genial und ich freue mich auch, euch ja, endlich wiederzusehen und in den Arm zu nehmen. Und dann ohne das hier. Krönender Abschluss dieser Spiele mit einer weiteren Goldmedaille. Wenn ihr jetzt Lust auf mehr bekommen habt, dann kann ich nur sagen, bald wird's paralympisch.